dance with my hands, hands, hands with my... Oh, Leute, ich traue immer noch Wednesday Addams nach. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Banger auf diesem Kanal. Ihr könnt jetzt gleich mal hier unten den Like-Button rocken. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und lasst ein Abo bei diesem Kanal da. Umso mehr sich die Videos anschauen, umso mehr Grusel-Videos folgen und wir geben auch nicht auf. Und ich bin richtig müde. Und wir haben mittlerweile, ich bin extra so lange wach geblieben, 3 Uhr nachts, die Teufelstunde, wo die mystischen Sachen passieren. Und ich dachte mir mal, wir stellen heute mal genau hier die Kamera auf und schauen, ob irgendwas um 3 Uhr nachts während der Teufelstunde passiert, weil ich die letzte Zeit immer mehr komische Albträume habe und ich dachte, dass irgendwas hier passiert ist. Ich war mir aber echt nicht ganz sicher. Deswegen dachte ich mir mal, wir stellen die Kamera auf. Wir nehmen ganz schlecht die Handykamera, damit man das nicht so sieht, falls hier wirklich jemand reinkommt. Und dann schauen wir mal, ob sich hier irgendwas tut. Ja, genau, hier schaut mal, wo die Wäsche ist. Da werden wir das hinstellen. Ich lege mich ganz normal schlafen. Und am nächsten Tag schauen wir uns dann die Überwachungsbilder zusammen an. Ist das eine gute Idee? Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ihr rockt den Like-Button und ich lege mich hier ganz, ganz schön entspannt schlafen. Und wir sehen uns dann am nächsten Morgen, ob sich irgendwas tut. Ich würde sagen, let's go, Leute. YouTube. Good. Wie zur Hölle ist hier ein... Wie zur Hölle ist der Schwein hergekommen? Das kann nicht wahr sein. Leute, ich habe dieses... Ich bin nicht mit Pepper Woods eingeschlafen. Okay, lasst uns gleich mal... Lasst uns gleich mal zusammen... Oh Gott, ich muss mal... Lasst uns gleich mal zusammen das Ganze anschauen, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, lasst uns mal nachschauen. Okay, bis jetzt kann ich auf jeden Fall noch nichts sehen. Ich liege einfach nur ganz normal in meinem Bett. Ihr könnt sehen, ich schlafe eine ganz schöne Nacht. Schreibt mir in die Kommentare, welches Kuscheltier ihr habt. Vielleicht Huggy Wuggy. Jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben. Und es tut sich gar nichts. Es tut sich gar nicht. Ich liege einfach nur entspannt in meinem Bett, nichts passiert. Also, ich... Konntet ihr das sehen? Da ist eine Tüte irgendwie runtergefallen. Oh mein Gott, da fällt eine Peppa Wutz. Und ich umarme sie noch. Oh mein Gott. Aber wer könnte das gewesen sein? Nicht wahr sein, ihr konntet sehen, irgendjemand war auf jeden Fall da und hat irgendwas auf mich geschmissen. Das kann nicht wahr sein, Leute. Okay, wisst ihr was? Als nächstes, wir müssen am nächsten Tag abwarten. Wir warten die nächste Nacht ab und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal und schauen, ob dann vielleicht irgendjemand kommt. Gute Idee. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Lasst uns erstmal alles aufräumen und bis zum nächsten Tag warten. Morning YouTube! Ah, besser gesagt, es ist wieder 3 Uhr nachts, die Teufelstunde. Der nächste Tag ist eingebrochen und
Wir legen uns wieder schlafen, wir packen wieder unser Handy hin und wir schauen mal, was sich heute Nacht hier tut. Gute Idee? Ich glaube, es ist eine gute Idee. Wir packen es wieder hin, legen uns schlafen und schauen mal, ob diesmal, das machen wir weg, ob diesmal irgendeiner hierher kommt und wir sehen uns dann am nächsten Morgen wieder, Leute. Dance with my dance. I feel not all right. Leute! Mein Gott! Und da sind... Könnt ihr das sehen? Das sind irgendwelche... Lasst uns so schnell wie es geht anschauen, wer da war. Oh mein Gott! Lasst uns kurz mal nachschauen, was da drauf war. Let's go. Okay, dann lass uns nochmal nachschauen, ob sich da irgendwas getan hat. Ich lieg wieder nur ganz normal entspannt in meinem Bett, wie man das eigentlich um 3 Uhr nachts machen sollte. Ja? Warum gehe ich überhaupt mit meiner Brille schlafen? Schreibt es auch bitte mal in die Kommentare. Warum gehe ich mit... Oh mein Gott. Könnt ihr das sehen? Da kommt einfach mal aus dem Vorhang. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Da kommt einfach mal... Irgendjemand hantiert hier mit dem Kuscheltier rum. Das kann... Und schmeißt es auf mich? Okay, irgendjemand war auf jeden Fall da. Da ist der Beweis. Der ist der Beweis. Irgendjemand war hier. Und ein Seil wurde auch noch hingeschmissen. Oh mein Gott, irgendjemand hat Peppa Pig bewegt. Und an dieser Stelle ist leider der Ton aufgefallen. Auf jeden Fall habt ihr selber gesehen, irgendjemand hat sich hinter den Vorhang versteckt. Ja, und ich dachte, also ich denke mir wirklich, dass dies John Park war. Und ich zeige es euch nochmal ganz kurz, hinter dem Vorhang war er wahrscheinlich gewesen. Und deswegen würde ich sagen, verstecken wir uns in der nächsten Nacht genau hinter diesem Vorhang und schauen, ob sich hier irgendwas tut. Und es wird noch einer gegrüßt, liebe Leute. Wenn du auch gegrüßt bist, schick das Video an 5 deiner Freundin, WhatsApp, Instagram, wo ihr immer auch Lust habt. Das wäre richtig, richtig ehrenvoll. Und dann wird einer gegrüßt. Dann wird einer gegrüßt, Leute, okay? Der Kommentar wird eingeblendet und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Nacht wieder. Schon wieder ist der Ton leider ausgefallen. Aber hier könnt ihr sehen, ich positioniere jetzt die Kamera hier und wir schauen mal, was sich im letzten Teil tut und ob wirklich John Park kommt. Hier könnt ihr sehen, da werde ich das aufnehmen. Ich verstecke mich da hinten, ne? Und wir schauen, ob irgendjemand kommt und uns angreift. Okay, wir stellen hier die Kamera auf. Die lassen wir auch hier. Ja, es soll nämlich wirklich keiner sehen, dass ich mich hier hinten verstecke. Und wir tun so, ich zeig's euch mal, als würde ich hier liegen, ja? Als würde ich hier liegen, dann schaut es nämlich so aus. Ja, komm, das schaut echt aus, als würde ich hier liegen. Und jemand denkt, dass ich hier schlafe. Also ich hoffe mal nicht John Park. Und wir verstecken uns jetzt hier hinten und wir schauen mal, ob hier irgendjemand kommt. Ich würde sagen, let's go, Leute.